Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist Molly. Ich habe mit Jenny von dem Kanal Jennys Moment, ganz liebe Grüße an dich an dieser Stelle, vereinbart, dass wir uns ein Tauschpaket schicken. Und zwar mit dem Thema Frühling, Frühjahr, wie auch immer, hoffentlich bald Urlaubszeit und so weiter und so fort. Wenn ihr sehen wollt, was die liebe Jenny mir geschickt hat, dann bleibt gerne dran. Wenn ihr wissen wollt, was ich ihr geschickt habe, dann geht gerne einmal rüber auf Jennys Kanal. Den findet ihr selbstverständlich unten in der Infobox noch einmal verlinkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken. Die gute Jenny hat keine Witze gemacht und hat mir tatsächlich einen, guckt mal, riesigen Karton geschickt. Und hier sollen nur 10 Produkte drin sein. Ich bin mal gespannt, was sie mir geschickt hat. Und den machen wir heute zusammen. Ha, hier eine Schere auf. Also momentan haben wir noch Schnee in Dresden. Ich weiß nicht, wann der Frühling kommt. Bisher ist er noch nicht da, aber vielleicht, wenn das Video online geht, ist bis dahin der Schnee zumindest weggetaut. Da habe ich ja noch etwas Hoffnung. Oh, ich habe gerade den Karton aufgemacht und finde hier gerade schon eine super schöne Karte. Glitzer auf dein Haupt. Du bist absolut fantastisch. Ist das süß? Oh Gott, nee, ich bin immer wie so ein richtiges kleines Kind, wenn ich was auspacke. Oh Gott, allein die Karte ist schon total cool. Jenny schreibt, liebe Molly, ich hoffe, ich kann dir mit diesem Paket den Frühling ins Haus holen. Auch hoffe ich, dass du all diese Kleinigkeiten gut gebrauchen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß und freue mich schon sehr auf deins. Bleib so, wie du bist. Fühl dich gedrückt, Jenny. Danke für die lieben Worte an der Stelle. Oh, ich kann es kaum erwarten. Jetzt liegt hier oben noch eine wunderschöne, bunte Serviette drauf. Das finde ich auch toll. Ich schaue hier gerade in diesen Karton und bin wirklich gerade mega aufgeregt. Das sieht alles so schön aus, vor allem die Verpackungen. Ich ziehe mir einfach hier mal das erste raus, was hier so liegt. Guckt mal, wie schön das eingepackt ist. Oh mein Gott, ich liebe diese Dinge. Da hatten wir auf jeden Fall die gleiche Idee mit der frühlingshaften Verpackung. Und jetzt ist hier eine Karte dran. Ich denke mal, das wird mir dann sagen, ah ja genau, ha, was das sein soll. In dieser Verpackung soll der Akku-Booster fürs Gesicht sein. Auszeit für dich und dein Gesicht. Na, da bin ich ja mal mega gespannt. Das sieht schon mal super vielversprechend aus. Das ist von Garnier Skin Active, eine Hydra Bomb Tuchmaske. Genau, das ist eine Sheetmaske zur einmaligen Anwendung. Und die spendet intensiv Feuchtigkeit, milder Zeichen der Müdigkeit und entspannt die Haut. Ist mit Lavendelöl und Hyaluronsäure. Da bin ich sehr gespannt drauf. Erstens, ich liebe Gesichtsmasken. Zweitens, ich habe trockene Haut. Und drittens, das hätte jetzt nicht passender sein können. Mega. Da freue ich mich schon, diesen Sonntag schön einmal eine Spa-Session zu machen und mir die aufs Gesicht zu packen. Also vielen, vielen Dank dafür schon einmal. Das ist perfekt. Als nächstes habe ich mir diesen kleinen Freund hier gegriffen und wieder rette ich mir meinen Schokokäfer. Und das ist schön geschminkt, glitzernde Augen. Das kann jetzt ja nur cool werden. Also ich liebe ja Glitzer, ich liebe Lidschatten oder alles, was mit Augen-Make-up zu tun hat. Und wenn das Thema auch noch schön geschminkt ist, bin ich jetzt wirklich gerade so gespannt, was das ist. Oh mein Gott, wie cool. Ich habe hier einmal, das ist so zusammengebaut, hier könnt ihr das auch nochmal sehen, wie Jenny das bewerkstelligt hat. Einmal von Rival de Lubiang den Liquid Eyeliner in schwarz und matt bekommen. Ich brauche immer Eyeliner, weil meine Eyeliner, die ich habe, das sind nicht viele, sowieso fast immer leer sind oder mindestens zumindest einer immer fast leer ist und quasi nach Erneuerung schreit. Deswegen, ich kenne dieses Produkt auch noch nicht und ich bin super gespannt. Ich muss mir jetzt ja gleich mal die Spitze angucken, ob das was für mich ist. Der hat ja auch so eine ganz, das ist ja cool. So eine ganz feste Spitze, wie bei einem Stift. Und das liebe ich, damit mir das nicht so wegflutscht. Da bin ich mega gespannt. Da gebe ich auf jeden Fall nochmal Rückmeldung, wie ich das finde. Und das ist ja wohl ein richtig, richtig, richtig geiler Ton. Der Soft Crystal Eyeshadow in der Farbe 020. Was ist das bitte für ein schöner Ton? Gerade auch jetzt fürs Frühjahr. So was, wie würde ich das beschreiben? Naja, so Bronze, ein bisschen Rosé, also vielleicht doch mehr Rosé als Bronze. Ich bin zu schlecht im Beschreiben von Farben. Auf jeden Fall sieht der mega schön aus und ich bin super gespannt, wie diese beiden Produkte dann auf meinem Auge performen. Als nächstes habe ich dieses Paket aus dem Karton gezogen und das ist jetzt das Päckchen mit Snack vor dem TV. Pass auf, dass sie dir nicht vom Sofa springt.
Okay, ich bin gespannt. Ich rette mir wie immer meinen Mangelkäfer. Alles, was mit Essen zu tun hat, ist ja ein Großteil oder bestimmt ein Großteil meines Lebensinhaltes. Das sage ich, ohne mich zu schämen. Ich liebe Essen einfach. Deswegen bin ich super gespannt. Ah, das hier ist der Film. So. Oh mein Gott, ich liebe diese Dinger. Woher weißt du das? Von Funny Frisch. Von Funny Frisch. Funny Frisch. Also, zweiter Versuch von Funny Frisch. Sind das die Jumpus? Ich hoffe, das... Nee, Jumpies. Oh, das ist ein Y. Oh mein Gott, mega fail. Funny Fresh, Jumpus. Mhm. Also Anlauf Nummer 3. Das sind die Jumpies von Funny Fresh. In der Geschmacksrichtung Paprika. Und ich liebe die einfach. Ich bin so ein Fan von Funny Fresh. Ich esse eigentlich gar keinen anderen Chipsorten oder weniger. Du hast mir wirklich das Wochenende gerettet. Sowohl mit Schminke, mit Maske und mit Essen bisher. Ich bin begeistert. So, das nächste, was ich mir aus dem Karton ziehe, ist dieses gute Stück. Und das ist die Aufgabe Must-Have für den Frühling. Damit kannst du zeigen, ob du einen grünen Daumen hast. Oho, okay. Also ich mag Herausforderungen und bisher hatte ich bei Pflanzen auch immer wirklich, wirklich Glück und konnte einen grünen Daumen beweisen. Und deswegen hoffe ich, dass mir das auch bei dieser Aufgabe gelingt. Oh, wie schön. Das ist ja cool. Das ist mein Blumengarten unter der Thematik Sonnenblumen-Anzuchtset mit Topf, torffreie Erde und Samen. Wie cool. Vor allem habe ich eine relativ helle Wohnung, in die auch den Großteil des Tages Sonne reinscheint. Ich glaube, die werden sich bei mir sehr wohlfühlen und ich liebe Blumen. Ich liebe Blumen wirklich über alles. Das nächste Päckchen ist dieses hier und den Käfer mache ich gleich mal von vorne rein ab. Das habe ich nämlich gerade schon fast vergessen und oh mein Gott, das wäre ja wirklich tragisch gewesen. Das darf in keiner Wohnung fehlen. Romantik ist vorprogrammiert. Da hatten wir ja eine ganz ähnliche Idee. Jenny hat mir hier eine wunderbar schnuppernde Duftkerze geschenkt von der Firma Dufti by Gies in der Duftrichtung Vanilla Patchouli. Ist das diese Kerze? Jenny, ist das diese Kerze, die du neulich in deinem Aufgebraucht-Video gezeigt hast? War das dein Aufgebraucht-Video? Irgendwo hattest du doch mal so eine richtig schöne Duftkerze gezeigt. War das die? Die riecht auf jeden Fall himmlisch. Also ich finde Vanilla Patchouli, ich mag sowohl Patchouli als auch Vanille sehr gerne, finde das aber oftmals in Duftkerzen zu dominant, also zu intensiv, aber das riecht hier sehr zurückhaltend und trotzdem sehr sinnlich. Das ist sehr schön. Vielen Dank. Also auch Duftkerzen. Ich liebe Duftkerzen. Irgendwie scheinst du einen Blick in meine Seele erhascht zu haben. Das ist jetzt was? Gegen stressige Tage stell dir ein Glas bereit und drehe die Heizung auf. Oh, das ist total niedlich. Ich habe hier einmal von Isana die Badekristalle, deine Kuscheleinheit. Ich habe mich schon gefragt, was hier so richtig schön duftet an diesem Paket. Das riecht wunderbar. Wohltuendes Badesalz mit Honigduft und mit Mandelöl. Also sehr, sehr schön. Und dazu hat sie mir eine kleine Flasche Sekt geschickt, den Rosé Trocken. Vielen, vielen Dank. Und jetzt habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich glaube, vergessen habe. Wir haben extra im Vorfeld drüber gesprochen und ich tröte, habe das total vergessen zu sagen, dass ich keinen Alkohol trinke. Also gar nicht. Das tut mir sehr leid, das ist an der Stelle wirklich meine Schuld, weil ich das nicht nochmal gesagt habe. Und irgendeine meiner Mädels wird sich darüber freuen. Deswegen auch vielen, vielen Dank für dieses kleine Paket. Als nächstes haben wir das Paket persönliches Must-Have, also Jennys persönliches Must-Have. Darf auf keinem Frühstückstisch fehlen. Oh, da bin ich gespannt. Ah, cool. Mega cool. Okay, ich liebe Nutella. Ich liebe Nutella wirklich sehr, sehr, sehr und habe auch gerade keins im Haus. Also irgendwie musst du wirklich einen Sensor oder ein Radar für diese Sachen gehabt haben, denn du liegst wirklich so richtig. Und ich danke dir von Herzen, dass ich jetzt heute Abend mein Nutella-Brot essen kann. Vielen lieben Dank. Ich freue mich. Das darf auch bei mir zum Frühstück eigentlich nicht fehlen, aber irgendwie vergesse ich es dann ab und zu mal beim Einkaufen mitzunehmen. Als nächstes haben wir das Paket, wenn
Gelbes für die Haare. Oh, da bin ich auch sehr gespannt. Und da hat sie mir die Oil Repair Schwerelos Cremekur für feines und trockenes Haar besorgt. Was ich super finde, weil ich habe feines und trockenes Haar. Meine Haare sind eine Katastrophe. Und das ist eine Pflegeformel mit Keratin und Rosenblütenöl. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne die nicht, aber ich habe auch momentan gerade gar keine Haarmaske mehr zu Hause, da meine letzte gerade aufgebraucht wurde. Angenehm frisch, wie richtig angenehme Haarpflege. Ihr kennt das ja bestimmt, wenn ihr beim Friseur seid und diese ganzen Haarpflegeprodukte riecht. Und dann tritt immer so ein kleiner Spa-Moment ein, wenn die einem so Pflege in die Haare spülen. Ich kann mir vorstellen, dass auch die extrem gut ist. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Also wirklich, man könnte meinen, ich hätte dir vorher gesagt, was ich brauche und was ich haben möchte. Also, das ist echt so krass. Du kennst mich einfach zu gut. Und das vorletzte Paket ist dieses hier, also ein recht großes. Und das ist das Thema, ohne dieses Produkt geht es niemals in den Urlaub. Und auch hier hatten wir, glaube ich, eine relativ ähnliche Idee. Jenny hat mir eine Kulturtasche geschickt, was ich immer gebrauchen kann, weil ich ja ungefähr 10 Tonnen Make-up besitze und es immer alles rumfliegt und es ist eine reine Katastrophe. Auf jeden Fall ist die wunderschön. Vielen Dank. Ich gucke jetzt mal, hat sie noch was reingetan? Ich bin mir nicht sicher. Oh ja, hat sie. Und zwar einmal sehr gut, sehr, sehr gut. Die kann ich immer gebrauchen. Isana Wattepads, das sind auch die, die ich mir immer hole. Aus 100% Baumwolle, weich und fusselfrei, was ich persönlich super finde und immer brauche, weil mir sonst die ganzen Fusseln in den Wimpern hängen und das nervt wirklich. Und gerade zum Reisen kann man so eine kleine Packung immer gebrauchen. Auch an dieser Stelle vielen lieben Dank, Jenny. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Und als letztes Paket haben wir die Thematik etwas in meiner Lieblingsfarbe für die noch kälteren Tage. Entspannt. Ich bin gespannt, was deine Lieblingsfarbe ist. Ich wüsste es jetzt, glaube ich, gar nicht so auf den ersten Gedanken. Würde vielleicht so auf Violett schätzen, aber ich weiß es wirklich nicht genau. Ich glaube es nicht, das ist so witzig einfach, wenn man das jetzt... Ach, nee, ich habe keine Worte. Es ist einfach so witzig, weil ich auch noch auf Violett geschätzt habe. Also, jo, Dankeschön, richtig geraten. Es ist von Das Gesunde Plus Inner Balance. Das ist ein Früchtetee mit Zink. Natürlich aromatisiert mit Johannisbeergeschmack. 25 Aufgussbeutel. Genau, Zink ist ja ganz wichtig. Ich glaube, das wissen wir alle. Es riecht fantastisch. Ich kenne diesen Tee nicht. Bin aber sehr gespannt. Ich liebe Johannisbeergeschmack und Früchtetee sowieso. Ich trinke ja eigentlich sowieso nur Tee. Also, wenn man das jetzt mal so runterbricht. Ich trinke Smoothies und ungesüßten Tee. Und aus diesem Grund kann ich das super gebrauchen. Vielen, vielen lieben Dank, Jenny. Wir haben es jetzt geschafft. Der Karton ist leer. Hier könnt ihr nochmal reinschauen. Er ist radikal leer. Ich habe mich über jede einzelne Sache wahnsinnig gefreut. Ich liebe Tauschpakete genau aus diesem Grund. Erstens, man kriegt Produkte, die man vielleicht selber nicht kaufen würde oder die man gar nicht kennt. Und die man einfach ausprobieren kann, so auf die Empfehlung der anderen Person hin. Und man lernt, finde ich, dadurch auch einfach das Gegenüber noch etwas besser kennen. Also mir sagt das jetzt ganz viel über Jenny. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr das Tauschpaket findet. Guckt euch gerne an, was ich Jenny geschickt habe. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwelche von diesen Produkten kennt, benutzt etc. Erfahrungen gemacht habt. Ihr wisst, ich freue mich da immer über euer Feedback. Noch einmal an Jenny hier persönlich in diesem Video ein riesiges Dankeschön. Ich glaube, du hast es gerade auch beim Auspacken in meinem Gesicht anhand meiner Reaktion schon ganz gut einschätzen können. Ich habe mich mega gefreut. Ich freue mich auch immer noch mega über die Produkte und werde mit Sicherheit mindestens die Hälfte davon sofort oder in den nächsten Tagen ausprobieren. Liebe Leute, wenn ihr noch einen Kanal sucht mit einer herzensguten Lady, die super drauf ist, die super schöne Videos macht und einfach auch ein ganz, ganz toller Mensch ist. Jenny macht, ich glaube, ich habe sie schon mal auf meinem Kanal vorgestellt. Ja, habe ich. An der Stelle nochmal, Jenny macht ganz viele Familienvlogs und zeigt natürlich auch Holz- und Aufgebraucht-Videos und so weiter und so fort und hat dabei eine betörend natürliche und ehrliche Art, die ich absolut an ihr schätze. Dementsprechend kann ich euch allen empfehlen, guckt gerne mal bei der Jenny vorbei, lasst einen lieben Kommentar da, verstreut ein bisschen Liebe in meinem Auftrag. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich natürlich immer darüber. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut!